Guten Morgen, meine Freunde. Ich habe gerade so bis kurz nach Mitternacht bin ich hier zu Hause angetroffen. So, jetzt werde ich mal der Ildefonsa. Bin zurück, Schatz. Bist du bereit, die Wände wackeln zu lassen? Hier, bitte. Unsere Pläne haben sich geändert. Ach komm, was ist denn jetzt? Als du unterwegs warst, war ein Freund von mir hier und hat mir erzählt, dass in Branica etwas vorgefallen ist. Eine Frau von jenseits unseres Stalles soll dort aufgetaucht sein und ziemlichen Radau gemacht haben. Ich kenne nicht die ganze Geschichte, aber die Dorfbewohner sagen, sie wäre eine Lügnerin und eine Betrügerin. Und was hat das mit uns zu tun? Ich weiß noch, wie schwierig es für mich war, als ich gerade hier angekommen war. Ich kannte niemanden, fühlte mich ständig verurteilt von allen. Du musst einfach nachsehen, ob sie Hilfe braucht. Aber Liebling, ich habe Wein, wir sind hier, ich bin sicher, ihr wird es gut gehen. Das wird das. Wenn der beste Mann, den ich kenne, wird ihr zur Hilfe eilen. Etwas, was mich sehr glücklich machen wird. Und du weißt, ich bin sehr großzügig, wenn ich mich bedanke. Ah, bin schon so gut wie wieder da. Das ist ja die mich nach Branica, ist die denn? Die hat da nichts weiter zu tun, oder? Naja, gut. So, na, da schauen wir nochmal in unser Tagebuch. Ein schmutziges Geschäft. Jahreszeit, bis diese Quest verfällt. 2 Jahreszeiten habe ich noch, alles klar. Unigos Geschichte, da habe ich noch 15 Jahre. Gut. Wir werden heute noch nicht nach Branica gehen. Nein, das machen wir nicht. Wir werden heute erst einmal drüben auf der anderen Seite, was ist mit unseren Schweinen? Die sind immer noch so kleine, oder? Naja, da ist noch nichts gewachsen. Wir werden auf der anderen Seite heute erstmal auf den Überschwimmen, damit wir gleich wieder sauber werden, ein Haus bauen. Und zwar für einen Fischer. Müssen wir ja machen da drüben. Und gleich waschen. So. Da müssen wir mal sehen, wo wir das hinbauen. Die Steine hier erstmal wegräumen. Die Speisemurcheln, die nehmen wir auch mit. Die lassen wir auch nicht stehen. Hier ist noch ein Stein, hier ist noch ein Stein. Hier liegen ja viele Steine. So. Oh, hier. Da haben wir auf alle Fälle schon mal die Steine zusammen, um das Fundament für das Haus zu bauen. So, da müssen wir mal sehen, wo wir das Haus hinbauen. Nicht weit von der Fischerhütte weg, sag ich mal. So, da werden wir mal die Axt rausholen. Wir haben da noch die Steinaxt dabei. Und eine Schaufel haben wir auch noch dabei. Da können wir nämlich hier schon mal Platz machen fürs Haus. So, ich würde nämlich sagen, dass wir das Haus hier herstellen. Da vorne ist die Fischerhütte und das Haus stellen wir hierher. Ein bisschen an den Weg. Baufreiheit schaffen hier. So, der Axt raus. Haben wir die Axt dabei? Ja, wir müssten eigentlich die Steinaxt dabei haben. Die komische Bronzeaxt habe ich ja verkauft. Steinaxt haben wir sogar 2 dabei. Alles klar. Und dann haben wir erstmal hier die 66-prozentige. Die legen wir uns auf die 4. Eine Schaufel haben wir auch dabei. Da können wir die Stüppen auch rausbuddeln. So, jetzt hauen wir erstmal hier die Birken weg.
aufpassen, nicht, dass wir wieder was auf dem Dez kriegen hier. Aber genau beobachten, in welche Richtung die Bäume fallen. Gott. So, die Stämme legen wir mal hierher. Ja, so, dass wir nicht wegkullern können. Hierher. So, da haben wir Holzstämme. 9 Stück. Und die Steine, die wir gesammelt haben, die packen wir gleich daneben. 17. So, alles klar. Es geht ja weiter hier. Richtung fallen, jawohl. So, und jetzt wieder ein neues Level Gewinnung, alles klar. So. Rum. Hier liegt so, da kann man ja ein ganzes Haus davon bauen, was hier rumliegt. So. Die zwei hauen wir noch weg hier. Die zwei Birken. Und dann werden wir sehen, ob das Haus hierher passt. So, jetzt gucken wir mal, was hier noch an Stöckchen rumliegt und an Steinen. Und dann buddeln wir die Stüppen aus. Na ja, da liegen ja noch Steine ohne Ende.
So, dann haben wir doch mal das Zeug jetzt hier weg. So, wir müssen, glaube ich, auch mal die Steckchen. Wir haben einen Haufen Steckchen jetzt gesammelt. Stein haben wir plus 11. Holzstämme haben wir 4. Aber dafür müssen wir doch einen Haufen Steckchen haben. Die packen wir erstmal hierher, die Steckchen. Mal schauen, wie viel wir da haben. Na, seht ihr das, 150. So, die legen wir erstmal hier ab. So, und jetzt nehmen wir uns die Schaufel, die haben wir da wohl auf der 3. Ja, und buddeln die Stuppen hier aus. Den hier. Da liegen doch immer noch Steine. Wo kommen denn die Steine her? Die noch nicht aufgesammelt. Oh ja, liegen auch noch Stöckchen. Naja, gut. Wir müssen gleich was essen. Ich habe da noch das Roggenbrot dabei, was ich unterwegs gefunden habe. So, gut. Machen wir noch irgendwo einen Stüppen? Nee. Haben wir sie alle rausgebuddelt? Ja. Mal die Steine nehmen wir noch mit hier. So, jetzt müssten wir aber fast alles hier weg haben. Ja. Die nehmen wir noch weg. Die Stöckchen hier. So. Den heben wir auch noch auf. Und räumen jetzt die Dämme, packen wir hierher. Den hier liegen. Das sind doch unsere Steine, alles klar. Die 5 Steine nehmen wir mit hoch. So, jetzt haben wir. Moment, wir heben jetzt. Ne, machen wir nachher. Jetzt nehmen wir erstmal die ganzen Steine, die ich jetzt hier gesammelt habe. 45. XEF. Den Schmeiß. So. Und jetzt nehmen wir mal die ganzen Stämme auf. So, und schmeißen die komplett wieder hierher. Da haben wir doch eine ganze Menge. 27. So, jetzt werden wir sehen, ob wir das Haus ja herbauen können. So, hier ist der Weg. Wir wollen das aber mehr hier herbauen. So. Kuh. Häusle bauen. Häusle. Das hier. Das geht ja schon. Das ist der Weg, das wollten wir eigentlich nicht. Wir gehen mal ein Stück weiter hier rüber und ein Stück hier vor. So, mal schauen. Wenn wir das hier herbauen, wir können es ja dann wieder wegreißen, wenn es uns nicht gefällt. So, also schauen wir uns die Sache mal an. Von etwas mehr Abstand. Hier ist der Fischer, genau, und hier kommt unser Haus her. Das ist doch perfekt. Aber vielleicht hätten wir das Haus drehen sollen. Ja, das werden wir auch machen. Wir werden das wieder wegmachen. Wir werden die Eingangstür zum Weg machen. Also, Hammer, Abriss. Das heben wir erst wieder auf. So, das hauen wir weg. So, jetzt werden wir, genau. Kuh. Häusle.
So steht das ganz gut, denke ich mir. Bauarbeiten. Ja, hier ist die Fischerhütte, hier ist unser Haus. Noch etwas vom Weg weg, kann man noch ein bisschen einen Garten anlegen. Genau so machen wir das. Genau, und jetzt nehmen wir uns mal die Steine und werden die mal hier in das Fundament einbauen. Oh, der Hunger nagt. Wir müssen unbedingt was essen. So, gut. Jetzt schmeißen wir die restlichen Steine hier oben rein gleich in die Baustelle. Da haben wir jetzt noch, wie viel haben wir noch übrig? 33. Wir brauchen noch 50, noch 49. So, hier hin. Jetzt müssen wir erstmal das Brot essen. Ich habe hoffentlich das Brot einstecken. Nicht, dass ich das verkauft habe. Nein, hier ist ein Roggenbrot. Oder das Salzfleisch, das kann man auch schon mal essen. F. So. Naja, das Roggenbrot. Wir haben Frühling und wir haben noch unsere Wintersachen an. Müssen wir nachher mal schnellstmöglich uns umziehen. Ich sehe gerade, dass wir noch die Pelzstiefel. Oh, unsere Stämme hauen ab. Pelzstiefel anhaben. Oh ja. Gut. Jetzt muss ich sie wieder hierher schmeißen. Schmeißen wir mal hierher. Ich glaube, 12 brauche ich jetzt erstmal. Machen wir hier oben rein. Nicht, dass unsere Stämme ja im Wasser ab verschwinden. Die haben wir mühsam gefällt, die Bäume, da können wir sie nicht irgendwo absaufen lassen, die Dinger. Das geht nicht. So, gut, jetzt machen wir erstmal. Ne, Zähne brauchen wir bloß für das Gerüst hier. Hauen wir uns erstmal das Gerüst hier richten, den Rohbau hoch. Hammer kaputt, na gut. Aber wir haben doch Stämme und wir haben Dings. Oder haben wir noch einen Hammer einstecken? Weiß ich jetzt gar nicht. Werden wir gleich sehen. Wir bauen uns einen Hammer. I? Ne, ich glaube nicht, dann. Ne, Holzschaufel haben wir mehrere einstecken. Alles klar, den Holzhammer auf die 2 wieder und es geht weiter. So, gut. Jetzt machen wir gleich den Boden rein. So, den Boden haben wir drin. 12 Holzstämme. Jetzt werden wir gleich mal das Dach konfigurieren. Breitwegerich, nehmen wir mit. So, es wird ein Holzdach und gleich ein Stamm rein. Holzdach und gleich ein Stamm rein. Perfekt. So, Holzdach und ein Stamm rein. Ja. Ein Stamm haben wir. Halt müssen wir doch konfigurieren. Quatsch. Haben wir doch noch nicht gemacht. Jetzt kann man Dings reinhauen. So, da holen wir uns dann die Bretter von drüben. Da können wir dann schon mal. Das Dachdecken. Oder hat er hier was liegen? Ne, der hat nichts hier liegen. Gut. So, wir müssen auch wieder was trinken. Ah, ich hatte mich schon umgezogen. Habe ich hier Zeug?
Bretter rausgenommen. Bretter habe ich noch keine dabei, alles klar. So, jetzt holen wir uns erstmal die 36 Bretter. Bestätigen. So. Wenn ihr irgendwie merkt, dass unten das Webcam-Bild sich nicht bewegt hat, das lag daran, dass mein Spiel abgefrackt ist und ich jetzt an dem Autospeicherpunkt weitermache. Deswegen kann sich eine kleine... Da werdet ihr einen kleinen Schnitt bemerken, sagen wir mal so. So, genau. Ich hatte nämlich schon das Dach gedeckt und Steine gesucht und da kam ein Crash. Ich weiß nicht, was es ist. Keine Ahnung. Das ist mir die letzten Tage 3 oder 4 Mal schon passiert. Dass da ein bisschen was abgestürzt ist. Steht immer was von Runtimes da, aber meine Runtimes, die sind alle 100%ig in Ordnung. Keine Ahnung. Werde ich mal nach dieser Aufnahme hier, nachdem ich die Folge fertig habe, werde ich das mal kontrollieren. So, haben wir, das hatte ich noch nicht konfiguriert, alles klar. So, mit Stein, dann machen wir hier unser Fenster rein, mit Stein und hier machen wir ein Fenster rein. Mit Stein und alles andere wird jetzt zur Wende. So, ein paar Steine haben wir ja hier noch. Ein paar Stämme haben wir auch noch einstecken. Und dann fangen wir mal an hier. So, jetzt haben wir bloß noch die Steine. Hier haben wir noch ein paar Steine. So, jetzt brauchen wir hier noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 Holzstämme. Genau, denn den Giebel... Ne, da haben wir auch keine Steine mehr, alles klar. Den Giebel haben wir aber schon die Stämme drin. So, jetzt suchen wir uns ja ein paar Steine. Thank you.
Ja, sorry. So, noch mal hier aufräumen wieder. Da nimmt nämlich immer gleich erstmal den ganzen anderen Quatsch mit. Aber wir müssten ja noch ein paar Steine finden hier hinten. Wie viel haben wir denn Steine? Werden wir gleich sehen. Da ist ein Stein. 38. So, müsste eigentlich jetzt reichen. So, also gehen wir mal rüber, holen wir uns noch fix die Stämme. Nehmen wir erstmal hier, die Steine packen wir hier rein. Steine haben wir 50, die müssten reichen. So, und jetzt holen wir uns noch ein paar Stämme drüben, damit wir das Haus heute noch fertig bekommen hier. Es ist nämlich schon wieder Feierabend, wie ich die Sache einschätze. Wie spät haben wir es? Och, 20 Uhr. Die sitzen alle schon wieder zu Hause und haben schon ein Steak gegessen und wir flitzen hier noch rum. So, alles klar. So, wir holen uns jetzt hier noch ein paar Stämme. Wie viel werden wir noch brauchen? Mit Zähnen müssten wir eigentlich auskommen. Ja. Holzstämme. F. Nee, 23, 16 nehmen wir mal mit. Das geht. Zur Sicherheit nehmen wir mal einen Stamm mehr mit. Die restlichen Stämme können wir ja immer noch gleich in unsere Fischerhütte reinbochen. So, das Haus bauen wir noch fertig. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder, meine Freunde. Ich weiß jetzt nicht, wie lange die erste Aufnahme war, deswegen werde ich jetzt hier mal die Sache abbrechen und die Aufnahme beenden. Und wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder. Alles klar, meine Freunde. Ich sage dann mal Tschüss, bis zur nächsten Folge.